Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wooch Galaxy. Wir befinden uns hier direkt vor dem Impel Down in Zerah, dem wohl modernsten Planeten der Galaxie. Und haben hier in der letzten Folge wieder mit jedem Typen erneut geredet. Was wir jetzt mal machen, wir gucken nochmal in die Läden, ob die nicht rein zufällig neue Items haben, die wir gebrauchen könnten. Ja, hallo, willkommen. Gucken wir einfach mal. Sieht aber nicht so aus. Schlammspinnenaxt. Ha. Oh ne, die scheinen hier keine neuen Waffen zu haben. Hier ist eine in Entwicklung, aber sonst... Ne. Ah, a small break. Gut, dann gibt es hier jetzt halt nichts mehr. Dann gehen wir nochmal zum Hauptplatz. Wir gucken jetzt nochmal alle Läden durch, denn ich dächte ja, dass der eine Laden... Ich glaube, der andere Teleporter war näher, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich dächte ja, dass der eine Laden da neue Items hatte, die wir kaufen konnten. Ich dächte ja, was zu sehen, gesehen zu haben, aber wir gucken einfach mal. Hauptstraße Brunnenplatz. Denn da gab es auch noch eine Sache bei den Händlern, die ich noch kaufen müsste. Hat der die denn? Nee. Ja gut, dann gehen wir trotzdem nochmal zur Ostseite und schauen bei den Händlern nach, ob es da noch was Neues gibt. Und dann geht's auch auf den Weg zur Galaxiegesellschaft. Naja, komm. Da ist einer, aber wir wollen zu denen da hinten. Und da war ich mir sicher, eigentlich neue Sachen gesehen zu haben. Now we should be all right. Willkommen, ja. Irrensperr zum Beispiel, der ist für 9 Char. Huh. Aber egal, gehen wir erstmal zu Jester. Ah, hier gibt's natürlich nichts. Hier gibt's Waffen fürs Kisala. Aber auch nicht das, was ich benötigen würde. Niederschlägerhände, Gigaschläger. Ja, das ist alles hier in Entwicklung, was ich höchstwahrscheinlich benötige. Ja, egal, würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt unser Reisevisum erneuern. Haben wir am Anfang des Parts noch schön Zeit verschwendet? Because I can. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Teleportation zur Hauptstraße Brunnenplatz. Denn da müssen wir noch mit allen Leuten reden, die auf der Hauptstraße sind. Und dann können wir endlich auch das Reisevisum erneuern. Das sollen wir in dieser Folge, denke ich mal, schon schaffen. So, du, mit dir haben wir doch schon geredet, ne?
Nein, tja, jetzt verkauft er Spielzeugwaffen. Wer kauft schon so schlecht gefälschte Pistolen? Aha. Don't fall behind, okay? Die Kinder hängen nur noch herum, seit der Schulcomputer abgestürzt ist. Lass es doch. Sind sie wenigstens glücklich? Was kann es Schöneres geben als glückliche Kinder? Terry! Cool! Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass hinter Terry rumläuft. Das stimmt. Der Kriminelle aus dem Fernsehen ist zum Raumhafen gerannt. Terry lügt mal wieder. Er hat... Er? Okay. Ja, Terry ist ein Mann. Das war uns doch allen schon klar. Er hat gesagt, dass er den Täter auf der Flucht gesehen hat. Typisch Terry. So, hier gibt's nichts mehr. Nichts mehr. Schauen wir nochmal hier rein. Da läuft einer. Da laufen zwei. Terry und Robin. Oh, wie süß. Wir dürfen nicht in den Spukturm hineingehen. Was da wohl drin ist? Och nein. Mein kleiner Bruder ist ganz aufgeregt, weil er in den Spukturm gehen will. Allerdings will er nur in die Nähe. Och nein, was ist das schon wieder? Wüstenglaue taucht immer genau zur rechten Zeit auf. Unglaublich. Er hat sich auch um den Vorfall in der Fabrik gekümmert. Ja, ich kann's halt. Ich habe nur Angst davor, dass der Täter sich jetzt ruhig verhält und dann zurückkommt, um noch mehr Chaos zu verbreiten. So viel haben die Spukturm. Was ist der Spukturm? Hast du vom Attentat auf die Galaxiegesellschaft gehört? Da steckt auch Jumpus dahinter. Eine Schande für den Kranzschäglern. Mein Vater ist wahnsinnig im Stress. Er hat mich zurückgelassen. Ich vermisse ihn. Wir haben uns auf diese Pause gefreut. Aber mein Mann ist schon wieder arbeiten. Und hier hinten gibt's nichts. Da fehlt uns doch nicht mehr besonders viel. Gleich können wir wieder zu Mio. Hooray. Karl! Diese Jäger sind so stark. Wenn ich groß bin, will ich auch wie die sein. Ja, das geht den meisten Kindern so, dass sie, wenn sie groß sind, sein wollen wie ich. Mio sieht bei der Arbeit sehr glücklich aus. Mann, sieht ihre Freude bis hierher. Oh, mir wird ganz anders. Wird er schlecht oder was? Die Galaxiegesellschaft hat wieder geöffnet. Na gut, jetzt kann ich Mio in Aktion ansehen. Der Vorsitzende Van Dersch ist die treibende Kraft im Longardischen Rat. Und schon wird er Terry. Morgen zur Schule. Oh Mann, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Freizeit gehabt. Ich habe gehört, dass so ein Typ billige Fälschungen an Reisende verscherbelt. Pass auf und lass dich nicht abziehen. Bitte was? Sie überprüfen alle Passagiere des Linienraumschiffes, um den Täter an die Flucht zu hindern. Nach so einem Vorfall sind alle mit den Nerven runter. Da kommt man echt ins Grübeln. Und es ist auch ein Problem, alle Aufgaben Dayton anzuvertrauen. Gibt es hier noch was? Die Pinke da, mit der haben wir noch nicht gesprochen, oder? Jenny! Oh Mann, die Schule geht schon wieder los. Ich hätte was darum gegeben, wenn die das Problem nicht so schnell gelöst hätten. Tut mir leid. Ich bin nun mal so gut. Ich kann ja auch nichts dafür. The factory will be an indispensable benefit. Die Galaxie ist wieder da. Hurra! Und Mio ist wieder da. Hurra! 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 Ich kann dir nicht vertrauen, bis ich den echten Bombenattentäter geschnappt habe. Das schaffst du natürlich, indem du den ganzen Tag hier so dumm rumstehst. Der Computer der Galaxiegesellschaft läuft wieder. Damit ist das Problem erst einmal gelöst. Hooray.
careful, everyone. Es sieht so aus, als ob diese ganze Sache jetzt erledigt ist, nachdem die Galaxiegesellschaft sich erholt hat. Hoffe ich's mal. Mio ist schon süß, aber ihr widert mich an. Wie könnt ihr Schwächlinge euch nur Männer nennen? Das sehe ich genauso. Wo ist denn die bitte schön süß? Die ist einfach nur nervig, die Alte. Na gut, sie ist schon süß. Nachdem der Computer jetzt wieder arbeitet, scheint die Stadt wieder zum Leben zu erwachen. Das ist eben Zerat. Ist das Problem endlich erledigt? Es hätte länger gedauert, als ich gedacht hätte. Es hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Now we should be alright. Oh, ich freue mich, wenn Lilika wieder auf Mio trifft. Die beiden können sich ja sehr gut leiden. Hope it all goes well. Der Computer läuft zwar wieder, aber die Tür muss noch repariert werden. Sie bewegt sich keinen Zentimeter. So ein Mist. Ich will endlich was sehen. Die Tür ist momentan fest verschlossen. Ich hoffe auch, das bleibt so. Ich habe nicht Bock, hier noch weitere 10 Folgen rumzuhängen. I wonder how that stupid lizard's doing right about now. Da ist wieder das Bein oder der Schwert. Es passiert immer wieder mal etwas. Aber das ist das erste Mal, dass die Lage so ernst war. Third time's a charm. Let's get this renewed. Ach, wenn das Problem nicht beseitigt worden wäre, wären wir die einzigen Wesen, die Mios Lachen hätten genießen können. Es heißt, dass der Täter derselbe ist, der auch Dayton übernommen hat. Und wieder Cutscene. Na dann, Hi! Welcome to the Galaxy Corporation. They solved the problem with that terrorist, and the mainframe's back up and running. I'm ready to process your requests now. Oh, really? This time for sure? This time for sure. I mean, come on, that is my job after all. Duh. This is all we need. Please, can you issue us a new galactic travel visa now? Absolutely! What have you got? ZR-KJ1701, the Dorganark. Looks like the category of this vessel is a free-sailing freighter. All right. And there we go. Now you're all set. That's it? That's all it took? Ist das dein fucking Ernst? Do it fast and do it right. That's the motto of the Galaxy Corporation. We look forward to serving you again. Wait. I have 2 cards here. What's this? Oh, that's just a little present from me. Member number 78,500 is a bit high, but... What can you do? Dein Ernst? Alter. Well, aren't you lucky? Thanks for your support. Das ist doch nicht wahr. Wir haben es endlich geschafft. Denkt dran, dass ihr immer eure Mio-Club-Karte dabei habt. Echt immer. Und denkt immer an Mio, während ihr in der Galaxie rumreist. Bestimmt. Mio ist ein gebildetes Mädchen, obwohl sie das nicht zu mögen scheint. Das Leben ist nicht fair. Sie ist gebildet und schön. Aha. Durch den Vorfall habe ich Dayton schätzen gelernt. Wenn ich jetzt noch schnell meinen Pass bekomme, ist alles gut. Damit ist das Problem erledigt. Hurra! Und schau dir an, wie glücklich Mio aussieht. Total. Offenbar ist der Täter entkommen, aber sonst scheint alles wieder in Lot zu sein. Seit die Systeme wieder funktionieren. Der Computer läuft wieder. Endlich kriege ich meinen Reisepass.
Das ist der Schalter für Reisepässe. Da du ein eigenes Schiff hast, brauchst du auch keinen Pass. So, hier war ein Laden. Was verkauft der denn? Der Computer funktioniert wieder. Alle Systeme sind bereit. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Was darf es denn sein? Was ist denn das? Gegend Vedan, Mina, nördliches Observatorium, greift Besucher des Denkmals für die Verstorbenen. Okay. Okay. Ja, dann haben wir hier jetzt zwei Items gekauft, was auch immer das ist. Was hast du zu sagen? Ich hätte gedacht, dass es länger dauert, aber es funktioniert. Mit denen haben wir schon geredet. So, was waren das jetzt für Items, die wir da gekauft haben? Das schauen wir einfach mal. Hier ist nix. Sind hier nirgendwo. Rezepte sind das auch nicht. Was war das? Now we are ready to take off. Ich hab keine Ahnung, was das für zwei Items waren. Visa für intergalaktische Reisen kann man auch an Mios Schalter kaufen. Oder so ähnlich. Ich glaube, die ganzen Angelegenheiten waren eine gute Lektion für die Stadt Zerat. Yo. Olaf! Wenn ich Mio treffen könnte, wäre es gar nicht so übel, in Zerat zu leben. Ja, die ist ja direkt da. Also, mit den Treffen. Da geht zwei Schritte vorher, dann. Zwei Schritte vorwärts, dann triffst du sie auch. Verrückter Typ. So, dann machen wir jetzt eine Teleportation zum erstmal zum Deck. Nur um euch zu zeigen, dass dies hier definitiv nicht nachsynchronisiert ist. Ach so ein Scheiß. Wieso musst du die auch so schnell lesen? Was für ein Glück. Eine gesamte Fabrik ist wahrhaftig ein fürstliche Entlohnung. Wir haben uns um die Besetzung gekümmert. Trotzdem ist es schwer, Ruhe zu finden. Wo doch der Echsenmann... Ja, also wie man bemerkt hat, dieses kleine Ende hier ist nachsynchronisiert. Ich weiß auch nicht, was da mit meinen Audacity los war, aber... Ja... Dafür, dass mir das jetzt schon zweimal in diesem Let's Play passiert ist, ist gut, dass das jetzt das erste Mal ist, wo man das höchstwahrscheinlich bemerkt. Was hast du denn zu sagen, Twake? Um ehrlich zu sein, ich mag Mio auch sehr. Das macht Jester und mich zu Waffenbrüdern. Ich kann's gar nicht. Ich ströme vor Freude. Die Fabrik als Belohnung? Was zum Teufel? Wow, Date One ist wirklich großzügig. Nicht so geizig, wie ich dachte. Echt mal. Und ja, man kann sich die Freude, die ich entsende, gar nicht vorstellen. Bringe Monsha das Reisevisum. Wir können nichts damit anfangen. Aha. Wer war Monsha war die Katze, oder? Ja, ich glaube, Monsha war die Katze. Das Reisevisum ist endlich fertig. Ich entschuldige mich. Entschuldige dich mal. Wisst ihr was, bei einigen lese ich zu schnell, bei anderen zu langsam. Was ist so ein Scheiß? Ach Gott, so ein Rotz. Und hier kommt eine Katzin. LOL? Was macht der denn jetzt hier? What are you doing here? I'll be on the most wanted list before long, right? My house is surrounded by soldiers. I have nowhere to hide.
So, I decided to become a crew member here till things die down. Ja, genau. Yeah, says who? Says me, that's who. Jupus is a vital part of the Dorgenark team. This is good. This is great. Was so eine Nico Whoppin. This is so good. You folks are lucky to have me as a friend. It'll be nice working with you. Ow! Hey, what was that for? Ja, Juppis ist nun unserer Gruppe beigetreten. Ja gut, ich hoffe, der kämpft auch mit so einem fetten Gundam-Kampfroboter bei uns. Aber damit haben wir jetzt anscheinend unser neues Gruppenmitglied. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ja. Also ehrlich gesagt, er war ja schon ein ziemlicher Lappen. Und ich hoffe, dass er nicht so auch in unserer Gruppe auftritt. Aber gut, besser als nix, kann ich mal sagen. Obwohl, doch, es wäre, also, wenn er wirklich so ein Lappen ist, wie er in dem Bosskampf war, dann... Obwohl, es wäre schon geil, wenn der mit seinem Gundam-Anzug mit uns kämpft. Cool. Cool. Ja, dann sind wir jetzt irgendwo im Space. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, ich beende hier jetzt den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Juppis ist nun, ja, einer von uns. Und so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wie immer, bekommt dieser Abos und Likes. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tüdelü. XD. Ciao.